Düner hier, weg, 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 weg. So. Und einfach zu gucken. Ein bisschen Silberschmuck. Toll. Und wieder eine Schriftrolle. So, wir wollen aber weiter zu richtigen Gegnern. Wie viele Erfahrungspunkte brauchen wir eigentlich noch? Aua. 16.000. Obwohl Minsk ist noch nicht mal Stufe 5. Shahira auch nicht. Okay, aber Shahira hängt eh immer hinterher, weil sie Multiclass ist. Düner hier auch nicht. Immun ja. Aber gut, dann dauert es ja nicht mehr allzu lange, bis wir Level-Ups haben. Minsk und Shahira auf jeden Fall. So, also. Hier war der Ogermagus und die Wassernymphe irgendwo. Und hier ganz viele Oger. Dann schauen wir einfach mal ein bisschen weiter. Ich melde mich dann, wenn ich was Interessantes finde. Du siehst mir interessant aus. Halbling, Schrägstrich, Zwerg, Schrägstrich, Gnome. Ich weiß es nicht. Ja, ich mag euch. Ja, ich mag euch sehr. Umtata, umtata. Und ich sag euch was, dann mögt ihr mich noch mehr. Umtata, umtata. Unten am Wasser, ja dort unten am Meer, liegt ein Piratenschiff, das ist nicht leer. Bringt mir was drin ist, aber zieht es nicht an, sonst passiert mit euch was, wofür ich nichts kann. Der ist ja cool. Ja, klar. Wenn jemand reimt, dann nehmen wir seine Quest auf jeden Fall an. So. Da ist ein Piratenschiff und anscheinend mit einem verhexten... Oh, oh, was seid ihr denn? Ah, es kriegt ja. Ah, sehr eklig. Weil wenn die so groß geworden sind, müssen schon eine Menge Aas gekochen haben. Aber 420 Erfahrungspunkte und sterben schnell. Genau, also was ich gerade sagen wollte, da ist wahrscheinlich ein Item, das verhext ist. Klang jedenfalls so. Das heißt, wir werden es erstmal identifizieren. Obwohl, so oder so haben wir ihm eigentlich unser Wort gegeben, dass wir es ihm bringen. Also es ist vollkommen egal, was für ein Gegenstand das ist. Wir sind ja ein Guter und so. So, das ist das Piratenschiff. Und da könnte was drin sein. Schauen wir mal kurz nach Fallen. Regen oder Sonnenschein? Ich genieße es. Nö, scheint nichts zu sein. Ein Ring. Ah, Immun ist genauso neugierig wie ich, kann ich mir vorstellen. Aber nein, wir haben gesagt, wir bringen ihm das und wir ziehen es nicht an. Also bringen wir es ihm und ziehen es nicht an. So, wo bist du? Da. Ah, und da ich es mir endlich mal angewöhnen sollte, zaubern will man Böses entdecken. Oh, Grillion. Nö, der Typ hier ist einfach nur verrückt und nicht böse. Das ist doch schon mal gut. Welch schöner Ring, wo habt ihr den her? Dort, wo ich ihn hintat, vermute ich doch sehr. Oh tralali, oh tralalei, tralali und tralalei. Oh, ich weiß, was ihr jetzt meint. Dass Arkant der Verrückte geizig scheint. Der nimmt nur und gibt nichts zurück. Also steckt diese Flasche euch in die Tasche. Aber nicht entkorken oder tralali, tralala, ihr werdet zu Asche. Also wir haben ihm einen verfluchten Gegenstand gegeben und wir haben einen verfluchten Gegenstand bekommen, der uns einäschert, wenn wir ihn aufmachen. Ach nee, okay, ein Brandöl. Ja, die sind echt praktisch. Geben wir mal Khalid. Damit im Notfall kann er jetzt einen Feuerball schmeißen durch das Öl. Er kann einen Feuerball schmeißen und sie durch den Stab. Also hätten wir schon mal drei Feuerbälle auf einem Haufen. Da dürfte nichts stehen bleiben. So, aber ich schaue mich mal weiter um. Tralali, tralala.
Oh, ein schwarzer Magier. Wir haben ja keine Vorurteile oder so, aber wenn er eine schwarze Robe trägt, ist er wahrscheinlich böse. Der Bader. Johannes? Nein, das war jetzt böses Entdecken. Nee. Mit Johannes meinte ich Johannes den Täufer, weil er der Bader ist. Aber, na gut. Entschuldigung. Ich begegne nicht oft Reisen in diesem Teil der Wildnis. Ja. Wenn ihr wollt, kann ich euch heilen. Ich verfüge über die nötigen Kenntnisse. Keiner verletzt. Sicherlich, wir brauchen eure Heilung irgendwann. Aber sagt uns zuerst, wer ihr seid. Ich bin ein Bader. Ich habe mich der Heilkunst verschrieben, um wiedergutzumachen, was ich in der Vergangenheit getan habe. Viele sind wegen einem törichten Akt der Nächstenliebe meinerseits gestorben. Ich habe einen Bruder, einen bösen Mann mit dem Namen Deveron. Oh, den kennen wir von unseren Schriftrollen. Das ist der Handlanger von diesem Sarrebock. Er lebt, weil ich es nicht fertiggebracht habe, ihn zu töten, als ich die Möglichkeit dazu hatte. Viele sind durch seine Hand gestorben, auch unser eigener Vater. Ich habe gehört, dass er in diese Gegend gekommen ist und hoffe, ihn eines Tages zu treffen, um meinen früheren Fehler wiedergutzumachen. Der ist hier? Das ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Information. Weil über ihn könnten wir an seinen Herren rankommen. Schön, 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 schön. Aber wir wollen weiterlesen. Und hoffe, ihn eines Tages zu treffen, um meinen früheren Fehler wiedergutzumachen. Ihr scheint Abenteurer zu sein. Vielleicht kommt es ja dazu, dass ihr gegen meinen Bruder kämpft. Hoffentlich, hoffentlich. Möglicherweise ist es aber nur Wunschdenken meinerseits. Doch nehmt dies. Es hilft euch im Kampf gegen Anwender von Zaubern. Oh, das ist doch super. Bewegt euch nicht und lasst mich meine Arbeit tun. Achso, Heilung. Ja, dann mach mal. Wir gucken so lange mal, was für ein Trank das war. Magiewiderstandstrank. Durch diesen Trank erhält der Anwender 50%igen Magiewiderstand gegen jede Art von Magie. Ah, das kann sowohl ein Segen als auch ein Fluch sein. Oh, also Heilzauber und dergleichen gehen auch nicht. Aber gut, das bekommt Gerogon, denn er darf auf keinen Fall sterben. So. Und weg ist er. Na gut. Aber dieser Derevorn oder Derevorn ist hier irgendwo. Das ist doch eine gute Nachricht. Aber ich decke mal weiter die Karte auf. In der Hoffnung, ihn hier irgendwo zu finden. Aber ich denke mal, es ist eher ein Gebiet weiter südlich oder dergleichen. Weil wenn... Ups. Düner hier, weg hier. Aber wenn er gleich hier irgendwo wäre, wäre es albern. Düner hier? Wirst du wohl? Schnell den da töten. Den da töten. Na also. Also wie gesagt, wenn er hier in dem Gebiet wäre, wäre es echt albern. Dass sein Bruder ihn sucht und dann 5 Schritte weiter er steht, das, nee. Weil so viel wird hier nicht mehr sein. So, jetzt sollten wir aber demnächst mal wieder rasten. Obwohl, genug Heilzauber haben wir noch. Aasbrecher? Aasbrecher. Oh, die können festhalten. Das ist natürlich übel. Okay, geh mal ran und mach mal deinen Feuerstrahl. Dann erwischst du beide. So. Muhaha. Und jetzt weg. Und alle auf den da. So. Na gut, aber wenn wir das Gebiet hier erledigt haben, dann gehen wir einfach die Küste weiter. Da dürften wir ihn irgendwo finden. Geht's hier weiter? Schade, dass wir keine Wassernymphen mehr gefunden haben. Oh. Wo ich gerade davon spreche, das sind glaube ich ein paar zu viele. Feuerball?
Feuerball. 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 Oh, Dünaya, war das nicht geplant? Sorry. Wo ist der Rest? Oh, Minsk ist noch festgehalten. Und Khalid steht einfach nur gerne drumrum. Na gut, Dünaya hier muss trotzdem laufen. So, Jahira versucht mal sie zu heilen. Und du mach mal deinen Feuerballstab dahin. Die haben jetzt schon 3 Feuerbälle ausgehalten. Oh Mist. Und Dünaya hier wurde übernommen. Wir heilen sie trotzdem, nur für den Fall. Und schießen auf die Sirene. Nee, den Stab bewahren wir uns auf, sobald einer anfängt zu zaubern. Sobald einer anfängt zu zaubern, machen wir sofort den Stab drauf, um zu unterbrechen. Und du machst was? Rennst in die Flammen rein? Nee. Khalid muss her. Der muss schnell her und schmeißt sein Brandöl dahin, denn er erwischt mit Glück alle. Gerogon bleibt deswegen erstmal hier stehen. Hat sie da gezaubert? Oh, und wir sollten die KI ausstellen, sonst greifen die Dünaya hier an. Minsk auch hierher. Zauber am besten mal, nur für den Fall, dass sie gerade wirklich zaubert und das nicht ein alter Zauberspruch ist. Ja, bingo. Gut gemacht, Khalid. So, ran da. Rauf da. Töten. Und so. Und ein Level up. Noch ein Level up. Da fällt mir ein, die können töten mit dem Kuss. Da sollte nicht unbedingt der Hauptheld direkt davor stehen. So, Gift schnell wegmachen. Ja, das hätte... Oh, Dünaya hier ist immer noch unfreundlich. Aber mit ihrer Schleuder richtet sie Gott sei Dank nicht sehr viel an. Ja, also wie gesagt, das hätte wesentlich schlimmer laufen können. Aber was haben wir da alles reingehauen? Insgesamt 5, glaube ich, Feuerbälle. Und die standen immer noch. Das ist übel. So, eine Perle. Irgendwelche Pfeile. Noch eine Perle und noch mehr Pfeile. Und noch eine Perle und noch mehr Pfeile. Ja, schön. Geben wir mal Dünaya hier, auch wenn sie momentan nicht ganz gut gelaunt ist. Na gut, sie trifft eh nicht. Machen wir so lange mal Level-Ups. Imoen kriegt List und kriegt Fallen entschärfen und kriegt Schlösser öffnen und... Na, jetzt wo wir die Schuhe haben, brauchen wir nicht unbedingt mehr List, ne? Obwohl, Schaden tut's nicht. Sicher, sicher. So. Und immer noch am Schleudern. Okay, machen wir mal die Minsk-Level ab. Ja, nix. 50 Lebenspunkte. Karl hat 65. Wie kommt das denn? Oh, er hat eine 15 Konstitution, ja. Trotzdem, ganz schöner Sprung. 50, 65, 70. 48, 24. Ja. Ach ja. Na komm schon, wir wollen weiter. Oder können wir uns daneben stellen und einfach schlafen? Ich glaube nicht, aber ein Versuch ist es wert. Nee, es sind Monster in der Nähe. Oh, Dünaya hier, jetzt bist du schon ein Monster. So weit ist es gekommen. Speichern werden wir auch nicht können, weil sie ein Monster ist. Na gut, da wird es nicht weitergehen. Wie schaut es hier aus? Ja, da kann ich gleich noch mal kurz hingucken. Naja, ich mache es in Zeitraffer.